Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier noch in der Himmelsfeste. In der letzten Folge hatten wir einen Auftrag für Solas erledigt. Wir hatten seine Freundin befreit, ein Geist, die zum Dämon geworden ist. Das war ein schöner, harter Kampf und zwischendurch ist unser Programm nämlich ausgestiegen. Das war ganz nett. Deswegen hatten wir auch so eine kleine Störung darin. Kurz auf dem Desktop und wieder zurück. Keine Ahnung, was das war. Lässt sich auch nicht reproduzieren. Nee, das haben wir auch probiert ein bisschen. Also es war ja in drei Abschnitten oder in zwei Abschnitten auf jeden Fall. Und der Abschnitt hat auch drei Teile. Drei Teile sogar. Zum Glück ist das Aufnahmeprogramm nicht ausgestiegen. Ist so stabil, ja. Aber der Ton ist irgendwie in den letzten Teil ein bisschen leise. Unser Ton. Ja. Pil wird jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, bevor es dann hochlädt. Genau. Mal sehen, ob es irgendwie noch klappt, dass wir es in den Griff kriegen. So, aber jetzt genug geredet. Wir wollen jetzt den Auftrag. Nee, erstmal wollen wir unsere ganzen Label vergeben. Wir sind gerade hier, da können wir auf alle zugreifen. Ja. So, Cassandra. Die magische Säuberung verbessern, das ist doch nicht schlecht. Mhm. Gewaltiger Bereichsschaden. 600% des Waffenschadens ist doch schon ganz ordentlich. Ja. Nehmen wir. Weiter. Sera. Sturm bei ihr, oder? Sera ist hier Sturm, jawohl. Und das ist natürlich auch was Feines. Alle Gegner kriegen einen Geschwindigkeitsabzug von 60%. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und mit der Verbesserung dann nochmal 39 und 300% Waffenschaden. Da wollen wir natürlich hin. Ja, das ist sehr hilfreich. So. Dorian, unser Nekromant. Dorian, jawohl. Da müssen wir ein paar Sachen mitnehmen, die wir gar nicht so unbedingt haben wollen. Aber hier hin wollen. Aber da wollen wir hin. Na gut, Scheinbild muss man das noch machen. Das ist nämlich auch toll. Also, her damit. Blackwall. Ja, da ist genauso. Da müssen wir über zwei drüber. Von Unbeugsam ist gar nicht mal so schlecht. Wollen wir hin. Und alle sind passive, sind auch nicht so. Ja. Du musst das da drüber machen erstmal, oder? Das ist auch nicht so schlecht, aber. Ist auch nicht so schlecht. Also das ist auch gar nicht so schlecht, wenn ihn jemand trifft, dann macht er zwar Schaden, aber er ist kurzzeitig selber betäubt. Das ist vielleicht gar nicht so übel. So, cool. Der hat ja noch gar nicht die Steigerung der Verschollenheit. Okay, damit kann er sich sogar unbemerkt durch Gegner durchschleichen. Das sollte einfach man so nicht. Aber so quer durch, das merken die ja gar nicht, dass er durch ihren Leib schwebt. Ja, schon klar. Der schwebt mitten durch und die merken gar nichts. Ja, okay. Und dann haben wir noch Vivien. Der wollte ich die Mana-Woge verpassen. Das ist ja nicht schlecht. Ja. So. Haben wir sie alle durch? Genau. Denn die hat man dabei, Solasberg und den Bullen, und da hat man die Level schon vergeben, beziehungsweise die Fertigkeiten. So, jetzt haben wir gesagt, wir würden jetzt mal den alten Auftrag von Cassandra machen. Wir haben einen Uraltauftrag von Cassandra. Und zwar diesen. Dazu müssen wir nach Kaer Oswin reisen. Aber das zur Questkarte geht nur, wenn man von der Questkarte kommt, lustigerweise. Aber da müssen wir hin. Okay. Gut, ist ja wohl klar. Cassandra muss natürlich mit. Cassandra ist schon festgesetzt dabei. Die steht da schon. Die steht da schon. Ach, da unten ist sie ja schon. Ja. Sie ist in der Hand und da ist sie. Na gut, na, was nehmen wir sonst mit? So können wir wieder Dorian mitnehmen. Oder? Ja.
Dachte ich mir. Ja. Und wen nehmen wir mit als Schurken? Können wir Sera mal mitnehmen wieder? Die haben wir ja schon als Wahl nicht dabei. Ja, nehmen wir Sera mit und Dorian. Genau. Haben wir eine lustige Truppe. Mhm. Ja, Vivian nehmen wir nicht so oft mit, wie gesagt, hatte ich schon mal gesagt, weil sie halt auch eine Verzauberin ist, eine ritterliche. Ja, dann haben wir zwei identische Figuren. Wie es auch Figuren sind. Aber dafür ist sie eben gut, wenn wir uns mit den Drachen dann beschäftigen. Ja, für die Drachen nehme ich sie immer gerne mit. Wenn man lieber Nahkämpfer, dann kann man, die haben wir die besser im Griff und im Auge und im Blick und so dann sofort, ja. Weil die halt rangeht und man muss halt nicht gucken, was machen denn die jetzt, die weiter weg sind und dann die Wut des Drachens abbekommen, wenn er einen Fernangriff startet. Gucken wir mal auf die Karte. Boah, wird ja lustig aus. Ja, hier. Toll. Was ist denn das? Keine Ahnung. Wir machen uns mal ein X drauf. Oder ein U. Wir laufen einfach mal der Nase nach. Mal gucken, ob es hier was gibt, aber... Kerr Oswin, wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann. Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Tja. Er hatte vielleicht keine Wahl, ne? Er ist womöglich auch nur ein Opfer. Finden wir heraus, was uns drinnen erwartet. Genau. Dazu sind wir hier. Ach, hier gibt's ein Töpfchen für uns. Ja. Ja, die hochwertigen, ja, wie vermutet. Hm. Das ist alles schon ein bisschen niedrig vom Level her. Ja, ist klar. Ach so, was ist das verhindern. Denn für eine Tür hier? Ja, hier müssen wir wahrscheinlich rein, oder? Ich denke mal, das Gebiet draußen müssen wir dann später angucken, ne? Ich glaube, viel mehr als diese Burg haben wir hier nicht. Nee, aber... Würde mich doch interessieren, was ist hier? Ist eigentlich egal, ob man nicht abmauert. Aber nur eine Ruine. Das ist hier. Ja. Ah, ein Sack. Ja, immerhin. Mann, den hätten wir beinahe übersehen. Ja, sogar zwei Säcke. Ja. Hallerleder. Da wir sie nicht umbringen wollen, haben wir selten das Vergnügen, irgendwie auf dieses Leder zu stoßen. Ja, Bisent bräuchten wir, ja, aber... Wollen wir eigentlich auch nicht umbringen. Die will ich auch nicht umbringen. Nee. Mal sehen, ob wir irgendwo drüber stolpern. Ist sowieso nur ein Requirierungsauftrag. Ja, ach. Und wer steht hier? Ein Feind. Bis auf ihn. Hey. Hat uns auch gar nicht bemerkt. Der hat uns gar nicht bemerkt. Die Tür aufmachen, konnten rausgehen, konnten alle Wohnung mal gucken. Der war wohl im Tiefschlaf. Sag mal. Bleibst du stehen? Der haut ab und ich bin allein. Zu spät. Ja. Der holt jetzt seine Kumpels. Naja. Ich hab den gar nicht ernst genommen, weil... Weil er sich nicht bewegt hat. Ja, hat sich einfach nicht bewegt. Ich habe ihn schon gesehen. Und das konnte man ja auf der Karte sehen, dass es ein Feind ist. Da ist irgendwas hinter uns, aber... Dorian, das war ja nett von dir, aber... Verfrüht. Oder was? Das war... Nicht so günstig. Mensch, die sind alle da noch da draußen. Wo? Da hinten. Die sind alle noch im Vorzimmer. Dachte, guckst du, in welche Richtung guckst du jetzt? Ach, ich guck jetzt zu meinen Gefährten. Alles klar. Gut. Aber mal sehen, vielleicht können wir die rauslocken. Ja, ja, da kommt sie. Besser. Ja, jetzt ist das viel besser. Schon wieder entgleist. Ich weiß nicht, dieser Kameramann. Ich hätte es wissen müssen. Ist auch nicht das Wahre, ja? Ja. Der Orden der flammenden Verheißung ist ein Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Aha. Tja. Was für seltsame Wie sehen diese seltsamen Ansichten aus? Sie glauben, dass sie die Sucher sind. Die einzig wahren Sucher.
Sie behaupten, wir hätten ihnen vor langer Zeit ihre Kräfte geraubt und so verhindert, dass sie das Ende der Welt herbeiführen. Das Ende der Welt? Die in ihren Augen einzige Möglichkeit, das Böse wahrhaftig auszurotten. Die Welt wird als Paradies neu geboren. Es ist kompletter Schwachsinn. Ja, irgendwie schon. Aber im wahren Leben gibt es auch Leute, die sowas glauben. Warum haben die Sucher sie nicht ausgelöscht? Das haben wir. Mehr als einmal. Aber nach einiger Zeit tauchen sie einfach wieder auf. Wie Unkraut. Wie sie das schaffen, weiß niemand. Besteht die Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln? Sie sind Fanatiker, besessen von jeglicher verbotener Magie, die sie zu wahren Suchern machen könnte. Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Korypheus. Aha. Na, der würde doch jeden nehmen, den er kriegen kann, um ihn für sich... Wenn es ihm nützt, zum, ja, genau, ne zum Korypheus zum jeden. Na. Bestätigte Haras, aha. Aha, cool. Kreaturenforschung. Ja. Bisschen Gold. Und ein Kerkerschlüssel. Oh, ah, ich nehme an, den werden wir brauchen. Wahrscheinlich ja. Da hinten ist eine Truhe. Ein Aderlasser. Oh. Wir müssen ja wieder einige Leute neu ausstaffieren. Da braucht man eine ganze Menge Geld für die Rohstoffe, weil wir zwar schon Dreier kaufen können, aber noch so gut wie keine finden. Mhm. So. So, ging's da noch rein in das Gefängnis? Mal gucken. Ist hier noch was? Ja, jede Menge von gar nichts. Das riecht schon so staubig und so verrottet und ja. So. Ja, na gut. Kann man weitergehen. Ja, vorsichtig. Ja, habe ich mir's doch gedacht, dass hier gleich welche lauern, aber ich sehe noch gar keinen. Nee, nur auf der Minimap müssen halt irgendwo. Ja, auf der Minimap sind sie schon zu sehen. Wahrscheinlich hinter irgendeiner Mauer. Hier. Aha. Oh. Gliederkette des Ranges. Ich nehme an, das ist ein Wertgegenstand. Ja, bestimmt. Ein toter Sucher. Ein Sucher. Ja. Wurde er zu Tode gefoltert? Tja. Die Verheißer werden dafür bezahlen. Das muss schlimm sein für jemanden wie Cassandra. Das war ja eigentlich so ihre Truppe. Oh Mann, ich sehe überhaupt nichts mehr. Nee, ist auch ziemlich dunkel hier. Stockduster. Hallo. Na, dir geht's Hallo, gut. Du kannst überall hinfliegen. So, hat dich Liliana geschickt, dass du aufpassen sollst, was hier los ist. Ob wir alles richtig machen. Ups. Aha, da steht einer. Wo sind denn meine Freunde? Wieder? Die stehen da oben. Ja, warum sollen die gehen? Da fliegt wahrscheinlich halt die Treppe runter und nicht hier hin. Also, oder was immer, das ist ja eine Treppe. Ja, aber die Treppe hört hier auf. Ja. Und? Ups. Kein Problem. Wo du runterspringen kannst, müsstest du auch deine Freunde runterspringen können. Ach, Dorian, du musst auf die Leute hinten machen. Wenn ihr nicht mitkommt, ja. Der nächste, bitte. Na ja. Schützen müssen weg. Oh.
Was denn? Der hat aber nicht viel ausgehalten. Nein. Ich habe draufgehauen und draufgehauen, aber da war keiner mehr. Schon weg. Keiner mehr da. Naja, wie gesagt, wir sind ja schon ein bisschen spät dran, dass wir jetzt hier hinkommen. Ein Hofschlüssel? Oh. Da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Ach. Erkennt Korypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Er hat die verkauft. Ja. Also hat Korypheus die Suche an diese Kultisten verkauft? Und die haben die Chance natürlich beim Schopf gepackt. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter. In dem Brief steht, Sucher sind gegen rotes Lyrium resistent. Dank unserer Fähigkeiten haben wir viele Gaben, aber eine Resistenz gegen rotes Lyrium, das erscheint mir seltsam. Ob schon es erklären würde, warum keine Sucher in den Reihen der Roten Templer sind. Und somit wären Sucher für Korypheus nutzlos, weil er uns nicht an der Leine halten könnte. Ihr klingt besorgt. Das bin ich. Die Sucher sind meine Familie. Tja. Das ist... muss schlimm sein für sie. Oh, sehr, sieht ja schick aus. Ah. Na, ob wir unseren Freund, den Lordsucher, hier finden? Kannst du dich erinnern? In Val Royeau? Ja, die sind schlimm Typen. Misthund? Mhm. Noch schon wieder ein beschädigter Haras. Jo. Okay, mal sortieren. Hier geht was hoch, eine Tür rein. Hier scheint nicht viel mehr zu sein. In den Stall geht's gar nicht rein. Da müssen wir da auch nicht hin. Wo geht's hier hin? Noch ein Stall. Hier ist eine Leiter. Ja, aber die kann man nicht benutzen. Nee, die kann man nicht benutzen. Nee. Die ist nur so da. Dekoration. Ja. Hä? Was ist denn da drin? Ach. Oh. Irgendein totes Tier. Traurig. Pferd war das jedenfalls keins. Nee, irgendein anderes Tier. Ist egal, ist immer traurig. Ist bestimmt verhungert. Tja. Oder verdurstet, oder auf jeden Fall. Hat sich keiner drum gekümmert. Keiner drum gekümmert. Hier ist nix. Hier ist noch so ein Stall. Jede Menge Ställe hier. Ja. Aber nichts drin. Außer der einen Leiche. Ja. Und ein bisschen Trödel. Ach, hier sind auch Kadaver. Ja. Hier ist schon wieder gleich so wieder fürchterlich duster. Na gut, da gibt's sowieso der einzige Weg hier hoch. Dann werden wir mal freundlich anklopfen. Keiner hier? Alles verlassen? Naja, das glaube ich eigentlich. Bist du von wegen verlassen? Ach, Dorian war schneller. Naja, ja, soll mir recht sein.
Manchmal, die haben ein gutes Schild. Kaputt ist oder nicht, aber er war. Was? Ha? Gut. Okay, ich muss mich erstmal wieder sortieren. Hier sind wir reingekommen. Da hinten war nichts. Aber hier sehe ich was. Das wollen wir doch nicht verkommen lassen. Nee. Natürlich nicht. Können wir alles verkaufen? Ja, klar. Müssen wir gar nicht lang gucken. Hätten wir eigentlich schon lang machen müssen. Tja. Habe ich aber einfach nicht dran gedacht und irgendwie. Da werden sicherlich noch einige Sachen sein, die mit kleinen Gebieten zusammenhängen würde. Oder einfach zu groß bist. Ja, ja, haben wir ja auch schon mal festgestellt, dass es einfach zu viele Gebiete mit Level 11 gibt. Ja. Der Orden der flammenden Verheißung. Na. Ja, ja, der einzig wahre Weg. Das ist immer gefährlich. Ja. Wenn jemand den einzig wahren Weg verfolgt. Ist immer schlimm, wenn jemand ja so dogmatisch ist. Nur ja. Ich. Ja. Meins ist das einzig wahre. Man kann mit diesen Leuten dann auch gar nicht diskutieren. Die sind da in ihrer Doktrin gefangen und das ist es dann auch. Oh. Oh, das ist ein Bild. Ja. Tja, ich würde sagen, wir machen aber trotzdem jetzt mal Schluss, bevor wir ja weitermachen. Ja. Irgendwo reingehen, wo wieder Feinde sind und wir wieder kämpfen. Ja, genau. Und die Kämpfe sind ja hier nicht schwer, habt ihr ja gesehen. Nee. Oh, was ganz interessant, mal was anderes. Was ist das denn? Das sieht irgendwie ganz lustig aus. Schön aus wie Mittelding zwischen Hund und Schwein, ne? Ja, lustig. Na gut, okay. Aber hier dabei, oben die beiden Köpfe, die sehen ziemlich unfreundlich aus. Ja. Ach, das sind wahrscheinlich ihre Trophäen, ne? Keine Ahnung. Wer weiß. Okay, bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.